Herzlich willkommen zum Impuls von 24 Mal Weihnachten neu erleben. Die Idee von Weihnachten neu erleben ist, entdecken, dass hinter Weihnachten viel mehr steckt, als auf den ersten Blick zu sehen ist. Und dass Weihnachten selbst ein riesengroßes Geschenk ist. Wir wünschen euch, dass ihr durch diese Gedanken inspiriert und beschenkt werdet. Heute lese ich den Impuls vom 16. Dezember vor. Knocking on Heaven's Door. Es scheint so, als wären wir in der Weihnachtszeit ganz besonders spendabel. Unter dem Motto Spenden statt Geschenke ermutigen gemeinnützige Organisationen, anstelle eines materiellen Weihnachtsgeschenks für einen guten Zweck zu spenden. Aber nicht nur die Empfänger, auch die Schenkenden bekommen dabei etwas. Das wohltuende Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. Wenn wir so ein Stück dazu beitragen, dass die Welt ein besserer Ort wird, verschafft uns das ein besseres Gewissen. Sind diese guten Taten zu Weihnachten also auch eine Art und Weise, das schlechte Gewissen zu bereinigen? Das Bewertungssystem unserer guten Taten fühlt sich ein wenig so an, als stünden wir auf einer Leiter. Jede gute Tat, jeder Versuch, als guter Mensch zu leben und Gott zu gefallen, bringt uns ein paar Leitersprossen weiter nach oben. Zwar ist es wirklich wichtig, dass es auf der Welt Menschen gibt, die nicht nur an sich selbst denken und ihren Wohlstand mit anderen teilen. Doch auch mit noch so vielen selbstlosen Taten ist noch niemand am oberen Ende der Leiter angekommen. Viele Menschen mühen sich ab, um ausreichend Punkte bei Gott zu sammeln, damit sie eines Tages ganz sicher in den Himmel schaffen. Wie im Song Knocking on Heaven's Door von Bob Dylan versuchen auch wir im Himmel Einlass zu bekommen. Wir pochen verzweifelt an die Himmelspforte mit der brennenden Frage in uns, reicht es, bin ich gut genug? Um eines Tages festzustellen, dass neben Gottes Wesen niemand bestehen kann. Gott ist perfekt, wir leider nicht. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Und hier kommt Weihnachten ins Spiel. Im Stall in Bethlehem dreht Gott die Verhältnisse um. Seine Sehnsucht nach uns Menschen war so groß, dass er nicht im Himmel, ganz oben am Ende der Leiter, gewartet hat, sondern er ist durch Jesus selbst zu uns gekommen. Wir müssen uns nicht mehr in diesem rastlosen Wettbewerb verlieren, die endlose gute Tatenleiter emporzuklimmen. Wenn wir also von der Himmelstür reden, dann geht es nicht um Knocking on Heaven's Door. Es geht um unsere Tür, die Herzenstür. Wir müssen nicht vergeblich an die Himmelspforte klopfen. Es funktioniert andersherum. Jesus meldet sich bei uns und sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten. Jesus hat ein persönliches Interesse an dir und klopft an deine Herzenstür. Vielleicht gerade jetzt in diesem Moment. Du musst selbst nur eins tun, ihm diese Tür öffnen und ihn einladen, in dein Leben zu kommen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ich wünsche euch einen schönen Adventstag.